Hallo und herzlich willkommen bei diesem kleinen Trailer. Ich bin die Lüschen und ich möchte euch heute Volcano vorstellen. Das ist die neue, was heißt neue, sie gibt schon etwas länger, eine Workshop-Map, die voll spielbar ist. Und während ich hier so drüber fliege, werde ich euch ein paar interessante Fakten zu der Map vorlesen. Die Map befindet sich in der momentanen Version 1.71. Der Entwickler der Map versucht regelmäßig neue Updates hochzuladen und benachrichtigt uns entsprechend bei der Komplettierung der Map. Oh, wir haben sogar so einen kleinen hübschen Fluss. Die Map ist zurzeit voll spielbar und es gibt eine Besonderheit. Und zwar sind hier 5 Biome vereint, auch das Desert-Biom, was wir dort hinten teilweise erkennen können, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Mit dem kompletten Inhalt, also nicht kompletten, aber zumindest von den Dinosauriern her, Inhalt der DLC Scorched Earth. Und das Gute ist, ihr braucht das DLC nicht kaufen, um den Inhalt spielen zu können, zumindest was die Dinosaurier angeht. Ihr müsst euch einfach nur diese Map herunterladen und habt alle Dinos, die interessant wären, halt da. Ich muss sagen, es sieht momentan noch etwas sehr unfertig aus. Und also kann ruhig noch gern mehr Liebe zum Detail gebrauchen, das Spiel. Dort hinten scheint auch schon so eine Art Vulkan zu sein. Ja, weiter zur Map. Also du brauchst halt nicht das DLC, um diese Map spielen zu können. Und der Status der Map befindet sich momentan bei 70%. Ich bin aber der Meinung, hier ist echt noch relativ viel zu tun. Wenn ich mir das so ansehe. Ihr seht also, hier kann gut und gerne noch allerhand getan werden. Wie zum Beispiel, naja, Terrain und Färbung, Steine, Sträucher. Das ist alles sehr einfach gehalten. Die Map hat ungefähr die Größe von Valhalla, besitzt 5 Biome, Snow, Desert, Redwood, Swamp und Grass Dream. Hier haben wir dann jetzt den Sumpf. Oder? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube eher, das ist eine Art Jugendsinn, so. Das
sieht aber sehr hübsch aus. Hier gibt es Metall und Kristall. Alle Ressourcen sind hier vorhanden. Das Einzige, wo es schwierig heranzukommen ist, ist Fiber, da die Büsche hier doch sehr rar gesät sind. Mehr Ressourcen sollen aber allerdings noch kommen. Es soll wilde Dino-Babys geben, die ich mittlerweile aber noch nicht gesehen habe. In bestimmten Spawnpunkten zu den Dino-Babys soll es auch Nester geben. Region des Vulkanes soll es außerdem sehr hohe Bäume geben, die gut dafür geeignet sind, dass ihr eure Baumplattformen dort drapieren könnt. Und es gibt diverse Höhlen, insgesamt 5 an der Zahl, die natürlich auch mit Artefakten ausgestattet sind.